Hallo Leute, willkommen bei diesem Slime-Vlog. Heute will ich einen Dried Crispy Fluffy Slime probieren. Und zwar ist das ein großer Slime, den Pelangi Warna aus Indonesien kürzlich gemacht hat und der sehr beliebt ist und sehr cool aussieht. Das ist so ein bisschen wie Eisberg-Slime, aber weicher. Da drückt man dann so rein und dann... Also erst lässt man den riesengroßen Slime ein bisschen antrocknen und dann hat das so eine Schicht oben, die aber weich bleibt und die man dann so reindrücken kann. Und das sieht cool aus und hört sich auch gut an. Und den habt ihr euch gewünscht und das will ich mal ausprobieren. Und das wird der größte Slime, den ich bisher gemacht habe. Im Prinzip ist der nur durch meine Schüssel limitiert. Ich wiege das hier jetzt alles mal ab, damit später, wenn es gut geklappt hat, dass ich dann weiß, wie viel ich verwendet habe und dann kann ich ein richtiges Rezeptvideo auch damit machen. So, gut, das ist jetzt hier auf 0 eingestellt, die Waage. Habe ich auch extra meine große Päckchenwaage genommen. Und jetzt nehme ich zuerst von dem Holzkleber so viel, wie ich noch habe. Eigentlich sollte die Hälfte etwa Holzkleber sein. Aber ich glaube, so viel habe ich da nicht mehr drin. Okay, das sind jetzt 250 Gramm. Und jetzt nehme ich nochmal die gleiche Menge von dem weißen Cleopatra. Und nochmal die gleiche Menge vom durchsichtigen Cleopatra. So, das sind jetzt etwa 750 Gramm Kleber. So viel hatte ich noch nie. Und ja, mehr geht glaube ich nicht, weil die, außer wenn ich jetzt keinen Rasierschaum reinmache, aber da kommen ja noch andere Zutaten rein und dann bräuchte ich eine größere Schüssel, wenn ich noch mehr machen will. Okay, da kommt jetzt etwa noch 100 Milliliter Wasser rein. Also so sah es ungefähr aus in dem Video. Pelangi Warna hat keine Mengenangaben geschrieben. So, und ich glaube, jetzt ist es auch ein guter Moment, das von der Waage runterzulegen. Und während ich das unterrühre, kann ich auch gleich schon das Natron unterrühren. Ich habe mal ausgerechnet, dass ich wahrscheinlich etwa 20 Gramm brauche, weil auch Duschgel in diesem Slime ist. Und der ist ja oft sauer und dann braucht man mehr Natron. Also 20 Gramm, das lohnt sich dann richtig. Das sind 3 gute Teelöffel voll. Vielleicht fragt ihr euch, warum muss der Slime so groß sein? Das muss der im Prinzip, damit er groß genug ist, dass man da so mit der Hand reindrücken kann. Und dass da auch darunter was ist, was weich bleibt. Okay, ich mache ihn rot, wie im Originalvorbild. So, das sollte erstmal reichen. Und jetzt kommt Duschgel dazu. Da nehme ich hier so ein Marshmallow-Duschgel. Ich dachte mir, das passt irgendwie. Okay, das sind jetzt etwa 50 Gramm gewesen. Im Vergleich zur Klebermenge ein Klacks. So, und jetzt kommt noch Rasierschaum. Dann nehme ich den üblichen Balea-Rasierschaum. Das mache ich jetzt im Prinzip voll, bis die Schüssel voll ist. Und das sieht dann zwar mehr aus als jetzt, aber gewichtsmäßig ist das dann nur sehr wenig Rasierschaum. Weil Rasierschaum ja so leicht ist.
So, das sind jetzt etwa 90 Gramm Rasierschaum. Das ist zwar insgesamt eine ganze Menge für einen kleinen Slime, aber bei dieser großen Klebermenge ist das nur sehr wenig. Gut, und jetzt kommt die Kontaktlinsenlösung dran. Da nehme ich mal wieder die Kochsalzlösung vom DM. Kochsalzlösung geht meines Wissens nur vom DM. Sonst muss man Kombilösung oder All-in-One-Lösung nehmen von anderen Anbietern. Und ich weiß auch nicht, ob alle Kontaktlinsenhersteller funktionieren. So Rossmann geht und Eyelight geht, aber da nur All-in-One und Kombilösung. Demnächst mache ich auch mal einen Kontaktlinsenlösungstest. Ich glaube, ich messe mal den pH-Wert, weil das Zeug schluckt Unmengen Kontaktlinsenlösung. So. Na komm, rein mit dir. Du sollst da jetzt messen. Ja, es ist aber schon relativ slimeartig. Na, gucken, es ist irgendwie knapp. Also 7 und kaum alkalisch. Tja, ob ich da irgendwie noch ein bisschen mehr Natron rein operiere? Ich denke, das macht Sinn, wenigstens ein bisschen mehr. So, dann nehme ich mal noch ein Teelöffel, das sind etwa 5 Gramm, schätze ich. Das löse ich mal mit heißem Wasser auf. So. Denn der ist jetzt schon zu fest, um das körnig da rein zu operieren. Und für Natronhände ist es einfach zu viel. So, ich warte jetzt mal ab, bis das abgekühlt ist, so auf Handwärme oder so. Okay, jetzt ist es zwar noch warm, aber nicht mehr heiß und jetzt rühre ich das einfach mal da rein. Vielleicht erstmal nur die Hälfte, weil das müsste den Slime dann auch gleich härter machen, weil die Kontaktlinsenlösung dann ja besser wirken kann, wenn es alkalischer wird. So, jetzt messe ich nochmal den pH-Wert. Na toll. Ganz klasse. Also wie man sieht, den pH-Wert von Slime messen ist gar nicht so einfach. Aber hier zwischen den rosa Spuren sieht man schon ganz deutlich so einen grünen Schimmer. Das geht jetzt also Richtung 8. Und das müsste jetzt reichen. Okay, ich suche jetzt auch noch mal rote Farbe, weil das ist mir doch zu blassrosa. Okay, hier habe ich noch diese flüssige von Partyversand. Die färbt meistens recht stark, zumindest das Blau und Grün. Die waren sehr stark. So, ich denke, ich lasse den jetzt mal ruhen, weil er sich ja schon teilweise von der Schüssel ablöst. Und ich kann ja nachher noch mehr Kontaktlinsenlösung reintun, wenn es nötig ist. So, der hat jetzt eine gute Viertelstunde geruht. Mal gucken, wie er jetzt so ist. Ja, hier oben fühlt er sich gut an und gar nicht klebrig. Mal dann drin gucken. Na, da ist er schon noch klebrig.
Das versuche ich jetzt mal von Hand einzuarbeiten, noch mehr Kontaktlinsenlösung. So. Ach, da muss noch ordentlich was rein. So, ein ganz schöner Monster-Slime. Na, das ist doch jetzt ein ganz ordentlicher Slime geworden. Ich packe ihn jetzt mal wieder in die Schüssel und dort soll er dann 2 Tage lang ruhen. Und dann wird die Oberfläche fest, hoffe ich. Okay, der hat jetzt 2 Tage lang gestanden und er ist oben schon deutlich röter geworden als unten. Hier sieht man, wie er unten ist und oben hat sich so eine Schicht gebildet. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie er klingt und wie er sich verhält beim Reindrücken. Also wenn man so drauf geht, höre ich jetzt keine dollen Knistergeräusche. Schade. Und jetzt drücke ich ihn mal so rein. Na, vielleicht muss ich den Rand hier mal ablösen. So, lustig, wie sich hier dieser Handabdruck gehalten hat. Also nochmal. Ja. Ja, genau so sollte das sein. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen. Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.